In der geräumigen zentralen Halle gestaltet Tom Picker eine große Wanddekoration, die über 10 mal 4 Meter ist. Das Resultat ist etwas völlig Neuartiges, gerade in den Niederlanden, wo es kaum Vorbilder für monumentale Wandmalereien in Privathäusern gibt. Bei Tom Picker auf einer hohen Leiter stehen, die Wand mit kleinen scharfen Messern. Noch nie zuvor hatte man religiöse angewandte Kunst in einer so modernen Ausführung gesehen. Der konservative Erzbischof von Köln ist jedoch zu Tode erschrocken und gibt zu verstehen, dass er nicht beabsichtigt, die Fenster einbauen zu lassen. Freunde, Kollegen und Schüler setzen sich engagiert für die Rehabilitierung von John Bricker und seine Fenster. Die Wände des Bürgersaals mit Malereien zu bekommen. Obwohl er inzwischen in Deutschland reichlich arbeitet und auch anerkennt, ist dieser vom Museumsdirektor Hannemann initiierte Auftrag für ihn eine große Genugtuung. Später entwirft Tom Picker eine sehr ungewöhnliche Wand- und Deckendekoration für das Arbeitszimmer von Gustavs. Von der Felde zeigt sich nicht gerade erfreut über das Ergebnis und beklagt, dass das lebhafte Ornament die Ruhe im Raum störe. Der Hausherr Karl Ernst Osthaus ist jedoch außerordentlich zufrieden damit. Tom Picker liefert die Entwürfe für drei auffallende Bereiche der Gesundheit. Es handelt sich um zwei monumentale Mosaike in den Tempel von